Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Red Dead Online. Mit mir, der Lagita Hi. und dem Rossi. Hallo. Ja. Ja, diesmal gibt's Story. Heute Soda gibt's Flow. mal Story, genau. Soda Flow. Keine Kopfgeld. Reicht erstmal. Wir sollen dem Marshall hier auch was helfen. Keine Ahnung. Wir werden gleich sehen, denke ich mal. Mission starten. So. Da sitzt er ja auch schon. Da. Na, geht los oder geht los? Oder geht es los? There you are. Look, I'm a marshal, so my jurisdiction ends at the city limits. Even if the town in question is a no-good dump like Van Horn. I go in there, I got even less rights than you do. Any decent hoodlum knows that. Montez is in there. At least I think he is. Or some of his boys are in there. Oh. He's in there, Mr. Marshall, like I told you. This is Josie Dawson. He's in there or his boys are. Hold up in my saloon. We'll get your saloon okay. back. Da war er doch schon. They will. Now, the others said there'll be more coming down from up north. They's talking about some folks killed Jorge Montez. Oh, you go... Well, that was us. You go see if you can find the bastard. Or kill some of his men as they head into town. Do both. Just don't get caught by any law. What you're doing is highly illegal. Highly moral, too. So in my book, it's okay. Sie haben vom Gesetz angehalten, illegale Sachen zu machen. Okay. Das ist okay. Das ist voll normal. Was soll das machen? Also, dafür, für solche Einsätze sind sie halt da. I heard from your friend, Mr. Horley. He said his mistress really needs something and wanted me to remind you to meet him south of Armadillo. He said that would make sense to you. Anyway, you should get going. Ja, da kriegt die Zähne auch nicht auseinander, Junge. Ey, das ist halt ein Amerikaner. Also, begib dich nach Van Horn oder zum Lager. Ja, warte mal. Gehen wir erst zum Lager, gucken danach, ob er da ist. Oder was? Die Frau darf entscheiden. Meh. Völlig überrascht. Ja, komm, mach. Ja, dann gehen wir nach Van Horn. Okay. Gehen wir gleich nach Van Horni. Warte mal, Van Horni ist da. Genau, da sind wir doch gerade mehr oder weniger durchgeritten. Einfach runter, genau. In die abgekeimte genau. Stadt. Naja, Stadt, Dorf. Siedlung, sag mal einfach Siedlung. Siedlung, genau. Kaschemme. Oh, das ist rot hier. Hallöchen. Also Stadt und der Wanderer von der Bande oder was? Da erledige Montez Leutnant. Das ist das ganze Dorf jetzt von denen, wir sind da auch Zivilisten bei. Wir werden sehen, ne? Genau. Erledige heißt töten. Oder sollen wir den fangen? Ne, töten diesmal, ne? Erledigen heißt töten, ja. Darf ich schießen? Ich wäre bereit. Warte mal, jetzt. Jo. Ah, den scheint gleich im Visier gehabt, auch nicht schlecht. Denke. Die Sau haut grad ab. Der da oben auf dem Pferd war, wa?
Ich gehe da mal hinterher. Oh shit, für weiter. Wir räumen hier noch auf oder wann? Oder wollen wir hinterher? Alle. Wir können auch eigentlich hinterher. Gott. Yep. Ich hab das Pferd. Aua, aua. Aua, dein Pferd. Danke. Bitte. Wie geht hier ins Lager? Warum jetzt ins Lager? Hast du ihn gekriegt oder was? Natürlich. Okay. Ist gar nicht mit dir gekriegt. Okay, dann zum Lager. Willst du noch looten? So, wäre eine Idee, ne? Wenn wir die schon umballern, braucht nicht wieder Waffenöl oder so ein Kram kurven, vielleicht. Richtig. Genau, und Zeit haben wir ja, keine Einschränkung. Alter! Der weiß nicht, wann Schluss ist, ne? Nee. Feierabend, Junge, Feierabend. Das Lustige war ja, dass wir gleich auf den gleichen Typen hier an der Laterne gezielt haben, alle. Ich war ja am Überlegen, ob ich erst den dahinter nehme, der da am Angeln war, oder ich mir dachte, nee, da kann er bestimmt nichts dafür. Könnte sein, ja. Na gut, genug geplündert. Ja, das ging ja relativ schnell, ne? Ja, schnelles Einsatzkommando hier. Ich muss erstmal wieder dran gewöhnen. Die ersten paar Male voll daneben geschossen. Ich war dann voll auf den Pfeiler geschossen. Meine Fresse. Meigen hier. Ja, klar. Wird wieder neblig. Ja, ist auch wie immer noch. Erst regnet der Nebel. Oh, hier frisselt's. Ich sehe nichts, aber ich höre. Ich sehe nichts, aber höre nichts. Oh, hier. Krabben. Na toll. Schuppi. Okay. Cool. Eine Pfeilspitze. Ja, Rossi hat bestimmt noch keinen Spaten, ne? Doch, eine schon. Achso, okay. Den wähle ich wie aus? Nee, einfach nur hier hingehen und dann kommt unten rechts, was du drücken sollst. Ach da. Wird auch bloß eine Zeit durch den Erdhaufen. Bei mir hat sie was nicht gefrisselt oder sonst was. Ich hab's auch nur gehört. Nicht gesehen, aber gehört. Gesplitterte Fallspitze. Da, da, da. Gold. Okay. 300 XP. Oh. Hat sich gelohnt. Durch dieses Dead Eye wird das ja noch ein bisschen hervorgehoben. Das
Okay. Der Ton. Deswegen so oft wie es geht, dieses Fett Ei. Ja. Ich hab den Zaun von Robo runtergedreht ziemlich, also deswegen hat da nichts gehört eben. Ja, das kann ein Nachteil denn sein. Ja. So, erledige Montes, also wir sollen ihn nicht fangen, okay. Ja, yeah, ballern! Ja, ja. Okay, den einen hier vorne, oder seid ihr in Position? Habt ihr hier vorne auch eine Kante? Ich nehm den hier Streifen da. Ich nehm den weißen. Okay. Gute Nacht. Das war's mit dem Leutnant. Triff dich wieder mit dem Marshall? Okay. Soll man den jetzt nicht mitnehmen hier, die Leiche irgendwie, oder was? Sieht nicht so aus. Oh, siehst du, da hat er Waffenöl gekriegt. Oh, der ist ja voll ins Feuer gefallen. Der riecht so lecker auf einmal. Amerikanischer Ging-Sing. Ging-Sing. Ging-Sing? Diese Gesundheit, da, Essen, kein Blut, Zustand, okay. Das haben die hier mitten im Lager gehabt, okay. Aber wer war jetzt hier der Montes? Hab ich jetzt so schnell ohne gesehen, ne? Hätte einer von eurer Seite. Gegner. Leutnant. Oder war der wieder nicht hier? Keine Ahnung. Sehr, sehr merkwürdig. Ja, völlig gut. Naja, ist jetzt auch ein bisschen zu einfach fast. Naja. Das ist ja schon. Kommt ja schon rüber, als ob wir Profis wären hier. Oh Gott, das geht doch nicht. Nee, im Vergleich zu den anderen Folgen, oh Gott. Ja. Wir sprengen ja den Rahmen hier. Pferd, hier muss mal wieder gestriegelt werden, zeigt er mir. Ja, ja. Meins auch. Wir sind ja nicht im Streichelzoo. Was denkt sich das Pferd? Ach nee, was? Jetzt kommt man Test-Konvoi erst, oder was? Ah ja. Achso, ups. Aber wo ist seine Trupps da aus dem Feuer platt gemacht, oder was war das? Ach, den Leutnant von Matt. Ihn selber aber nicht. Nee. Ja, alles okay. Schreit doch nicht so da vorne. Macht jetzt wieder echt scheiße mit die drei Pferde hier, Junge. Oh, warum bremse ich denn immer gleich wieder voll ab hier? Ja, so also ein bisschen leicht, ein bisschen langsamer werden, ist auch schwierig. Oh,
Ui, ui, ui. Mal gucken, was da für ein Konvoi jetzt ist, ey. Hoffentlich nicht so ein Panzerwagen dabei. Wer ist ja denn? Achso, Montez soll am Leben bleiben, okay. Ach nö, jetzt wird's doch wohl schwierig. Ist er da auf dem weißen Pferd? Hat das schon gehen, oder was? Du, 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 du. So, und jetzt konnte man das auch mit Dead Eye sehen, wer das ist, ne? Ja. Noch keinen Unterschied gesehen. Alter, wie viel, ne? Der sitzt bestimmt vorne in der ersten Kutsche, wa? Ja, nehme ich mal an. Also die zweite ist noch nicht drin. Ist down. Erstmal ein Pferd erschossen von der Kutsche, dass die erstmal stehen bleibt. Uha! Hab dich! Ich hab die Kutsche angehalten, warum auch immer. So cool. Na, Sheriff, steh doch mal nicht im Weg hier. Nee, Marshall. Jo, das lief ja richtig professionell, Alter. Was ist los hier? Oh, oh, ich glaub, da kommt noch. Da ist noch jemand. Jut. Jetzt nicht mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wo ist jetzt hier? Der Marshall ist weitergeritten zum Zielort. Ja, doch, den. Hätte doch den ja gleich mitnehmen können, echt. Echt, ne, der war ja nur schon mal dabei, ne? War doch immer der Zielort, das Leben ist okay. Halt dein Maul, immer rauf hier, Gosche. Ich meine, da war schon mal ein größerer Konvoi. Wir waren halt 4 Kutschen insgesamt, ja, ne? Mhm. Oh, Junge! Der hört nicht auf zu labern, ne? Ungewöhnlich für so ein Montez. Ist noch gleich Kopf abgeschnitten, will er. Genau, da ist die Fresse gehalten. Alfredo Montez. Ja. Hat er sich übergeben? I know you. I will kill you. I think that's unlikely. A whole lot more likely is you're gonna have your neck broken. While these folks here watch and laugh and
Say what a nasty bastard. We shall see. $1,000 to whoever sets me free. Well, these folks here have something money can't buy. Honor, dignity and a sense that not everything is for sale. Ah, wenn ich jetzt die Wahl hätte, so soll ich die wollen. Wo krieg ich auch? Tschüss, Marshall. Bon. Well done. Weh, das sind jetzt weniger wie $1,000. Es sind $50. $50 maximal. Ja. Das noch durch drei. Naja. Nee, doch, aber muss sagen, ja, das war ein guter Durchgang. Oder? Hat Laune gemacht. Ich hab gedacht schon, wo die Kutschen da angegriffen hat, na, weil gehst du dicht dran, dann kriegst du zu viel Damage, aber ging noch. Na Mann, ich wäre schon wieder zu optimistisch gewesen. Oh, diese Elora da schon auf der Erde rumdauert. Mission abgeschlossen, ja. Das sah irgendwie wie Bronze aus, kann das sein? Ja. Bronze, ich bin gerade in die Hand gerotzt. Hast du? Lautlos. Puh, wie viel gab's? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hab aber noch nicht geguckt, was ich vorher hatte. Nee. Ich kam ein bisschen was zu, aber da waren die so viel, maximal 100. Wenn überhaupt. Naja, gut. Zum Geld verdienen muss man andere Sachen machen anscheinend. Ja. Aber solange ein bisschen Spaß macht, ne? Gleich mit dem drauf, oder was? Geht sogar. Nee, warte. Ach, hier ist wieder der Schmuggler. Kann man gucken, ob wir ein Goldzahn in der Tasche haben. Warum läuft man da jetzt immer weiter? Hallo? Ist automatisch Ausdauer erhöht. Nee. Nix um Verkauf. New to these parts, mister? Well, I don't know. Da-da-dum-dum-dum. Die Taschenuhr, ne, zwei Stück sogar. Okay, let's see. So, dann hat er gesagt, wir sollten in die Wüste. Ach so, ja, wegen dieser Kuppe, wie hieß er da? Keine Ahnung. Na, hier auch. Also. Housley oder so. Also, holy moly. Holy, irgendwas in der Richtung. Ich befürchte das Schlimmste, wenn wir da ankommen. Ja, nee, ich freue mich schon. Nein, ich lock nicht aus, okay? Nein. Doch. Aber die Mission zeigt da noch nicht an. Die kommt, dauert erst eine Weile wahrscheinlich. Okay. Dann wäre denn die nächste Mission hier in der Nähe? Wo ist der Marshall wieder am Arsch der Heide? Nee. Das wird bei mir gar nicht angezeigt. Oder so ist gerade nichts da. Wir können uns schon mal auf den Weg machen Richtung Amadillo. Okay. Da hinten ist eine Kutsche. Da hinten ist eine Kutsche. Kutscher, bleib stehen! Hauptzeit der Herr, Mann. Was für die Ausdauer tun. Training. Genau. Ja, gerade Lammkeuli fressen hier an der Mission da. Das müssen wir wieder runter. Nun bleiben sie doch stehen. Echt, ey. Da hat er kein Mitleid mit uns. Kann man hier abkürzen? Nee, so weit weg. Ja, mein Charakter ist schon. Hui! Aua! Auf! Oh, der hat aber den Fahrer erstmal runtergeholt, aber die Pferde sind außer Rand und Band. Bist du überfahren worden oder geht's noch? Oder hast ich bin du. Platt. Echt? Ja, nee, geht aber. Soll ich euch abholen? Nee, dann ja schon. Puh.
Da geht er, muss hinten rauf, so weit. Er setzt den Wegpunkt. Gib Gummi. Gib Gummi, warte, ich setze noch einen Wegpunkt. Ja, ich kann surfen, yeah! Ja, schon mal. Ja, Juti, Freunde, dann haben wir die Folge mal mit einer schönen Kutschfahrt beenden. Ach ja, süße. Aufnahme läuft ja noch. Hallo. Ja, würde ich sagen, war erfolgreiche Mission. Genau. Und ja, nächste Folge sehen wir uns dann in der Wüste bei der nächsten. Bis dahin, wir sagen ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.